Lage von Weimar hat sehr viel Angenehmes. Es liegt in einer lachenden, fruchtbaren Gegend, die sich hier und da in reizende Hügel erhebt, welche mit Gebüschen bedeckt oder als Felder angebaut sind. Auf der Seite nach Erfurt, rechts von der Chaussee, erhebt sich allmählich der hohe Ettersberg, auf dem man eine weite Aussicht genießt. Die Stadt selbst erstreckt sich etwas abhängig nach dem romantischen Tal zu, welches die Ilm durchfließt. Ein Teil dieses Tales gehört mit zu dem Park, der Weimar so viel Annehmlichkeit gibt und dessen Partien am Flusse unstreitig die schönsten sind. Viele machen sich von Weimar und seiner Kultur die sonderbarsten Vorstellungen. Manche vermuten hier überall eine Beimischung von Gelehrsamkeit, die sich gern in großen Worten, hochtrabenden Behauptungen und stolz entscheidenden Urteilen kundgebe. Andere glauben, dass schwärmerische, exzentrische Fantasien und Empfindungen hier Wurzel gefasst hätten. Wieder andere hoffen oder fürchten, hier eine überfeine Bildung zu finden. Keins von diesem allen. Wer sich ein richtiges Bild vom echten Weimarer entwerfen will, muss vor allen Dingen nicht vergessen, dass auch er ein Thüringer ist. Dieselbe Natürlichkeit, Ruhe und Besonnenheit, dieselbe derbkräftige Gesetztheit und Beschaulichkeit.